Hey, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Wieder mit einem Video zu FIFA bzw. EA FC 24 und heute wieder mit einem dicken Pack Opening. Wir haben es sozusagen den nächsten Morgen nach dem langen Livestream gestern Abend haben wir 4 Packs gezogen, aber gar nicht mal so viel Pack Luck. Kleiner Spoiler: Matthias hat dann auch noch mal ein paar SBCs gemacht, hat dann um 4 Uhr morgens irgendwann aus einem 50k-Pack war es, glaube ich, Shevchenko Icon gezogen. Glückwunsch da nochmal dazu. Echt geil. Schade, dass das nicht im Stream passiert ist. Aber wir rutschen auf jeden Fall jetzt in unsere SBC-Packs. Ich hab Bock. Ich öffne noch ein paar 7,5k-Packs, 2-3 Stück. Einfach, um hier so ein bisschen reinzukommen. Ja, schade, dass es Davis ist. Gestern Packluck lief leider gar nicht mal so gut. Wie heißt der? Ödegaard war der höchstgeratetste und wahrscheinlich auch der wertvollste so. Und selbst der ist nicht viel wert. Ich hoffe, ihr habt da bessere Sachen gezogen. Aber wie gesagt, wir haben heute nochmal fette Packs. Da kann nochmal was ordentliches drin sein. Ich würde sagen, wir ziehen einfach, bis wir so einen relativ guten Spieler gezogen haben. Und dann gehen wir darüber. Ne, wir rutschen jetzt in die Packs. Wir haben hier, wie gesagt, ein paar schöne Dinger dabei. Ich weiß gar nicht, welche die schwachen sind. Ich glaube, ja, wir fangen mal hier an mit einem 2 seltenen Goldspieler-Pack. Ja, Jimenez. Wie fährt denn der jetzt mittlerweile? 83. Der bleibt irgendwie immer auf dem 83-Level. Und dann so, oh, der hat eine 80 bekommen. War der letztes Jahr schon bei Lenz? Der mit dem zweiter Platz geworden. Was haben wir jetzt nächstes? Ja, hier so ein Quatsch. Können wir auch schnell öffnen. Spanien, Stürmer, Aspas. Hugo Duro, oder? Ah, okay. Anita Marcos. Jetzt fangen wir schon mit den guten Spielern an. Hier steht ja immer ein garantierter Dingsspieler. Hier haben wir nur einen 80er Plus garantiert. Dann fangen wir damit an. Frankreich immer gut. LV Mendy, schade. Aber die hat, glaube ich, 84. Die habe ich schon. Ah, okay, nee, 82. Moroni. So, jetzt haben wir hier 82. Wo haben wir noch? Ja, okay, wir haben jetzt nur noch diese 82. Seltene Elektrum Profi Pack. 12 Sachen, 12 selten. Serbien, Stürmer, Mitrovic. Nee, Vlahovic, okay. Habe ich auch schon im Verein. Ich hoffe, den habe ich nicht doppelt. Ah, hätte auch ein bisschen besser sein können. Prime Goldspieler Pack. Gönn, Bruder. Spanien, Digga. Was ist denn das? Parejo? Ja, 86er Walkout, oder? Leider halt nur Parejo mit seinem Pace, der komplett Quatsch ist. Mach den mal, gib dem mal 80 Pace, dann ist er wirklich wieder interessant. Aber so, noch ein Jonas Hofmann dahinter. Der Rest, noch ein Sima Khan. Und weiter geht's. Es lässt noch ein bisschen auf sich warten. Klar war jetzt ein Walkout mit dabei. Aber weiter mit einem Megapack. Komm. Orban, Mann, Digga. Ich glaube, Choboschlei wäre cooler gewesen. Aber wie gesagt, also die sind ja alle Untrade, leider. Finde ich schade, dass die das so in Untrade-Packs gemacht haben. Deswegen, hochgewertete Spieler sind natürlich nice. Der ist zu Benfica gegangen, 82er Rating. Starke Saison bei Feyenoord, glaube ich, gespielt. Ernesto Valverde ist das, glaube ich. Jo. Ein paar Verbrauchsobjekte hier. Ein Laie-Pack. Jetzt haben wir nur noch garantierte 30 Spieler. 30 Spieler. Garantierte 83er. Kann man nicht skippen, dieses Pack. Mann. Unnötig. Unnötig. Wir machen 51k-Pack jetzt auf. Komm. Digga, Spanien. Oh, nicht wirklich.
Boah, ich krieg wieder Gavi, Mann. Warum dann nicht diese Frau? Oh. Bühl. Ja, ein paar 83er Spieler. Habe ich den zweimal untradet? Ne, sehr gut. Ich glaube, Geraldo Becker habe ich gerade eben schon. Okay, doch nicht. Alles klar. Nächstes 50k-Pack. Jungs und Mädels, was ist hier los? Portugal? ZDM? Weiß nicht, wer das ist gerade. Ach ja, 84 hat der. Den 80er nehme ich gerne mit, aber nicht in einem 50k-Pack. Das ist komplett mau, das Pack. Komplett mau. Jetzt entweder das 50k-Pack oder das seltene Megapack. Wir gehen ins seltene Megapack. Deutschland, LV Wolfsburg. 83er Rating. Ah. In einem seltenen Megapack. Das tut weh. Nicht mal ein 84er. Also Minimum, was man. Das ist ja wirklich das Minimum, was man hier kriegen kann. Ohne Worte. Extrem schlimm. 200k-Packs. Das ist eigentlich frech, dass da nur ein garantierter 84 wieder drin ist. Finde ich wirklich frech. Letztes 50k-Pack. Frankreich. Stürmer. Diese Frauen trollen so rein. Le Sommer. Mann. Rollen doch so hart rein. Die letzten zwei Packs. Oder? Ja. Zweimal 100k. Ich werde jetzt ein Pack machen, ohne ihn gucken. Oh, ich kann nicht mehr. 100k Pack. Alter. Holy moly. Was ein Scheißback. Ja, es tut weh, jetzt da einen Smalling wegzuschmeißen für so eine Gold-Upgrade-SBC. Aber soll ich machen? Dann würde ich den lieber für eine SBC verbrauchen, als ganz abzustoßen. Jetzt können wir in den Shop. Hä? Hat er die jetzt im Verein gespeichert oder? Krass. Nee, hat er nicht. Okay. Dann jetzt den Verein. Und wir haben nochmal ein zwei seltene Goldspieler-Pack. Vielleicht kriegen wir was Neues raus. 84er. Wie heißt denn der? Der Wilson. 82er, okay. Und wieder einen doppelten, ey, ich kotze. Transfermarkt ist auch gleich voll. Also das letzte 100k-Pack jetzt. Werde ich bestimmt nochmal viele Duplikate haben. Ich hoffe, euch hat das Video schon mal gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr FIFA-Videos feiert. Dann weiß ich Bescheid, dass ich FIFA mehr auf FIFA gehe. England. Wer ist das? Saka. Ja, den hat jetzt. Der ist viel Geld. Der ist viel Geld. 287er, Gregor Kobel und weiß ich, wie die hieß, keine Ahnung. Da kann nur was hinter sein. Ich habe an Saka gedacht. Oh, was ist das für ein Troll? RF sogar, England. Arsenal. Hä? Oh mein Gott. Weir Meat. Five-Star Skills. Crazy. Wo kann die noch spielen? Ah, leider nicht. Leider nicht auf einer anderen Position, nur Flügel. Und Kraki hat auch keine Beweglichkeit. Komisch. Da habe ich noch eine 84er Karte. Und schon wieder Andrich. Und Geraldo Becker hatte ich auch schon. Ja, beginnen wir, schließen wir das nochmal mit zwei Walkouts ab.
287er. Lasst gerne ein Like da, wie gesagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.